Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker, zurück bei GTA 4, nachdem ich letztens Mords mit Polizeibrutalität zu kämpfen hatte. Jetzt schauen wir kurz an die Nachrichten, was da los ist. So, ich bin ein sauber Hund, du bist ein 1A-Fahrer, dass du mich da rausgebracht hast. Pass auf dich auf und melde dich mir, Little Jacob. So, ich habe in diesem Video ein paar Fragen an euch. Und, schauen wir, dass wir rauskommen und suchen uns mal Arbeit. So, der Prediger da drüben, der plärt da herum. Das Auto war nicht, ha? Stay very calm, buddy. So, haben wir schon einen Wagen. Und zwar, eine der ersten Fragen an euch. Moment, schauen wir, was der liebe Jacob will. Wagwan, my brethren. You been chilling with Elizabeth Torres. She pays good, man. You know her? Yeah, man, me know her, Nico. Even Batman scared of that girl. Should I not be doing business with her? No, man, she's a real good businesswoman in her style. Just don't get on her wrong side, see? Later on, me call you. So, die erste Frage an euch ist, sollte mal umdrehen. Erste Frage an euch ist, wie schaut ihr YouTube-Videos? Also wie, sondern auf was schaut ihr das Ganze auf einem TV? Also ich zum Beispiel schaue es gerne, wenn ich schaue, ich schaue wirklich sehr selten, aber ab und zu schaue ich doch was, dann schaue ich über Apple TV am großen Fernseher. Wie macht ihr das? Schaut ihr am Computer, schaut ihr am iPad, schaut ihr am PC? Wo schaut ihr eure Videos an? Wo bin ich da jetzt hingefahren? Da ist Sackgasse. Ah, warte, da oben ist irgendeine Rampe, glaube ich. Mal schauen, dass wir, ob wir da einen Sprung schaffen. Weg da. Wow, nicht da runterkippen. So, geht's hier rauf. So, pass auf, jetzt noch rauffahren. Mit vollem Schwung. Da oben ist nämlich, glaube ich, irgendwo eine Rampe, habe ich letztes Mal gesehen. Also die Frage, wo schaut ihr? Und yeah, da fliegt er wahrscheinlich nicht weit genug. Wow, wahrscheinlich hätte er aufs Hausdach rüber müssen. Ah, genau, auf dem Hydranten drauf. Huh? Nicht gut genug. Ah, ist doch mir wurscht. So, pass auf, wo muss ich denn E? Der E ist da drüben, da fahren wir jetzt hin. Da gibt es sicher wieder Arbeit. Roman, was will denn der von mir? Nico, how are you finding things? Have you got enough to do here in Liberty City? Yeah, I think I've got enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need to... I think the raspiness from... Ah, yeah! Woo! Woo! So, wissen, was wir tun müssen, da mal. Deshalb bringe Playboy zum Apartment des Kontakts. Na bitte, dann machen wir das. Er hat da wen da? Oh, das ist ja Hammer, ha? Ah, eine Frau mit dem, der ist unauffälliger. Und die weitere Frage, die ich an euch habe, während des Titellabern, wie steht ihr zu Gameplays, wo nichts kommentiert wird? Ich frage deshalb, weil ich mir jetzt vor kurzem ein paar Gameplays angeschaut zu Watch Dogs. Watch Dogs ist ein großes Must-Have für mich.
und das war komplett unkommentiert. Man 17 Minuten Gameplay unkommentiert, und ich muss sagen, gerade bei solchen Games, auch wie hier bei GTA, finde ich das gar nicht so schlecht. Also mir gefällt es schon, muss ich sagen, finde ich es gar nicht so schlecht, wenn es unkommentiert ist, weil das Ganze ein bisschen so, ja, eigentlich wie ein Film ist. Ja? Es läuft dann ab wie ein Film und man braucht sich kein blödes Gelaber anhören. Man, teilweise finde ich es einfach nicht nötig. Ja? Wenn man sagt, bei Shooter wie Battlefield oder was, das ist sicher nett, wenn man die Gedanken ein bisschen mithören kann. Fahr weiter, der Taxi. Hup, 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 weiter. Aber bei sowas wie das hier, wo es zum Beispiel so viel Konversation ist, wo sich immer irgendwas rührt, da könnte man vorstellen, dass es auch ohne Commentary geht. Was haltet ihr davon? Beziehungsweise, ich werde wirklich mal so ein paar Minuten einfach mal Klappe halten und schaut mal, wie das so ist, wenn man eben keinen Kommentar dazu hat. The crib's on the third floor. Buyer is some Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. But you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, come on, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! Yo, they're gonna expect you to walk with that biker. You're gonna hit up the roof. Four above first, but... Everybody get down and stay calm! You are not safe here, move! Please, everyone, get on the ground and try to remain calm! Go through here! I got you, you... I got rid of these guys. Let's go. We need to get out through the roof, player. Put your hands in. You're mine. Everybody, here we go. Causing no trouble. We move. It's over for them fools. I'll cut off your fucking head. Damn, take cover. I got you now, fool. You messed with me! Ah.
away from me. Follow the money. Yo, money, pop these dudes. They got to the party late. Game over, fucko. Bitch, Nico. God, fuck Jake, with me. Blast these dudes. Tja, jetzt bin ich leider gestorben, weil ich wieder mal vergessen habe, mir eine kugelsichere Weste zu kaufen. So, da komme ich jetzt aus dem Krankenhaus und kann den ganzen Krempel nochmal von vorne machen. Macht aber nichts. Ja, wie ist es jetzt so, wenn es nicht kommentiert ist? Ist es auch recht viel schlechter? Oder ja, ich weiß nicht so recht. Also, ich persönlich finde es nicht so schlimm, gerade bei solchen Games, wo ja Story ist, wo immer was passiert, wo es immer was rührt. Pass auf, jetzt muss ich aber gleich mal schauen. Wo ist denn der Waffenladen? Da muss man zuerst hinfahren. So, der Waffenladen, mal einen Wegpunkt hier hersetzen, dass wir nicht vergessen, dass wir da zuerst hinfahren. So, dann haben wir mal ein Auto und dann fahren wir rüber. Sollen wir den Hammer da nehmen? Das Ganze ist jetzt guter Vergleich, weil das ganze Gameplay jetzt mitkommentiert, ob das jetzt besser, schlechter, anders ist. Oh, da ist sogar offen. Na bitte. So, is you Russian or something? Is you like one of them oligarchs or some shit? I'm not. Da fahren wir jetzt mal rüber in einen anderen Stadtteil. Wir sind hier in Bohem. Ein Teil von Bohem da, was ist das genau, da weißt du, das ist wurscht. What you call dollars in Russia? I've never been to Russia. But I think their money. Und da fahren wir erstmal zum Waffenladen und holen uns jetzt dann sicher mal die kugelsichere Weste. Geld haben wir ja eh ohne Ende, ich brauche weniger Kohle. I wanna get my hands on some of that shit. I don't care about the exchange rate or nothing. I wanna be spending rubles like you gangsters. Yeah? You're short of money at the moment? That's why you overseen Smack. Ist auch wurscht, dass ich da hupe, gell? I'm just helping out on this deal because Liz is my business partner. Ich fahre immer brav hier durch den Zoll, durch die Mautstelle. Gibt's gar nichts, wieder keinen Ärger haben da. Polizeijacken sind so recht lustig, nur wenn bei solchen Sachen sind wir recht nervig, und jetzt muss aufgehalten, ist weg da. Also ich mag GTA schon sehr gerne, allein schon wegen diesem Blick da, die Umgebung, die City. Ich freue mich schon so auf GTA 5, ich kann es ja gar nicht sagen. Auch wenn ich lange damit gehadert habe, es mir wirklich zu holen. Ich hoffe nur, dass mein Händler ein bisschen früher das ganze Teil rausgibt. Ich meine, gut, Release ist am 17.09. glaube ich. Im Prinzip ist es ja wurscht, aber ach jo. Let's Playen darf man es dann sowieso erst ab Release-Tag, weil sonst sagt YouTube, hey, hallo, du hast etwas, was du gar nicht haben dürftest. Da gibt es einen Ärger auch noch, aber zumindest beim Anspielen die ersten Videos aufnehmen, dass man sie dann einfach gleich direkt freischalten kann, wäre schon super. Das fahren wir jetzt erst zum Waffenhändler, der ist eh gleich da am Weg, gell? Der ist eh da rein, gleich. Weg da. Bursche, du wartest bitte auf mich, ich komm gleich wieder. Ich muss ein bisschen Equipment holen. We're all about conflict resolution in here, pal. Conflict resolution. Schau, ich möchte die kugelsichere Weste haben. Und recht viel mehr ist für eh nicht verfügbar für mich. Oh, gibt es eigentlich Granaten oder sowas? Warte mal, schau mal. Molotow-Cocktail? Na, richtige Granaten sind noch nirgends, gell? Doch, da. Oh, ist bald verfügbar, darf ich nicht haben. Gut, egal.
Die Weste haben wir, das heißt, ich bin, gehe raus bei der Tür. Ich bin froh, dass uns keiner das Auto klaut. Das wäre ja Gaudi. Die Frage im Vorhin bezieht sich eben auf GTA 5. Soll ich das komplett unkommentiert spielen oder soll ich es doch so kommentieren, wie ich es jetzt auch mache? Also bin ich wirklich gespannt auf eure Kommentare. Ich selber bin ein bisschen unschlüssig, was gut ist, was nicht gut ist. Hey, was ist mit dir los? Doppelte Sperrlinie. Oh, scheiße. Some Asian dude called Charlie. Like in Vietnam. Just like the movies, money. So, probieren wir das nochmal. Blow your cover. Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. So, zweiter Versuch. Ich klicke den gleich weg, dann den Hansel, weil dann wissen wir schon, was der labert. Yo, they're gonna go off the front with that bike. We're gonna hit up the roof. We're out the floor above first, money. I got this asshole. I need in die Hand geschossen, ha? Ein Burschen, pass auf. Ah, da kommt er. Everybody get down! Get out of here, move! Ah, da ist keiner mehr, das heißt alle oben. Warte, wenn wir die Munition da einsammeln da. Everybody get down and stay down until I see it's okay to move! Oh! That's enough! Ja, voll nur die Bullen da. Ja, noch ist die kugelsichere Weste eine tolle Investition. Noch hält sie her. Ein frecher Kerl da, der Bulle. Causing no trouble. We move. Head up, player. Damn it. I got you. You put your hands up. Oh, they fucked with me. God damn it. Fuck you. I got rid of these guys. Let's go. He's a cop killer. Oh, da liegt der Medikit herum. Da schau ja, ist das vorher da gewesen? Stick by me. Get some cover. Komm doch rüber da. Yo, G, stay close! Fuck, man, fuck! Pop these dudes! Wait, turn on the other again. Oh, das ist eine kugelsichere Weste, schau! There's some serious FIB shit! Follow the money! So ist er, komm raus da! Und erwischt, oder was? Mal so mitnehmen. Schieß! Schießt er nicht? We going down through this sucker. You wanna start rolling with me? Drive me back to my crib and fahr mich zurück zur Hütte, na dann.
Mal runterkommen da. Wow. Trotzdem finde ich die Steuerung nach wie vor mühsam. Ich hoffe, dass das bei GTA 5 wesentlich besser sein wird. Da haut da. Nehmen wir den da gleich. Fahndungslevel 2, das geht ja halbwegs. So, und nichts weg. So, ich auf die Karte blicken. Wie fahren wir denn am besten? Wir fahren einmal da geradeaus, dann kommt eine breite Straße und links. Da fahren wir vorbei, da fahren wir dann scharf links. Da sind wir auf so eine Art Umfahrungsstraße, da können wir ordentlich gerade. Ah, was hier schon wieder. Instead of being caught by them feds, you take a bid on a heroin beef, you ain't seen that hey. For a long time. You ride number ja, Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Übrigens ja, weil man immer wieder hört bei diesen Games, dass diese Brutalität ist, also wie sie auf Polizisten geschossen, Drogendealer und das und was alles. Muss ich schon ganz ehrlich sagen, also ich denke mal, lieber ich mache das in einem Spiel, wo ich mich ein bisschen abreagieren kann, wirklich mal ein bisschen Sau rauslassen kann. Ja, man, in der Türe würde man sowas nie machen, also jeder normal denkt, der Mensch wahrscheinlich nicht. Aber da macht doch mal Spaß, oder sagen wir ehrlich, macht doch wirklich mal Spaß, wenn wirklich so die Sau sein kann, so richtig. Der böse Hund und wirklich all das tun, was sagt, hey, in der Tour ist es ein absolutes No-Go, aber ja, hier macht es einfach Spaß, man wirklich auf den Putz zu hauen und wirklich der böse Junge zu sein. Also ich muss es schon sagen, ich mag das schon. Also, aber ich denke, das Schöne ist halt, ich glaube, ich kann das differenzieren, ich mache dieses Spiel, ich spiele die Runde jetzt da, nehme das auf und wenn ich dann fertig bin, ist es erledigt und dann kommt das tägliche Brot, das normale Leben wieder und die Sache ist gegessen. Ja, das wird auch jetzt das Ende dieser Session werden, wenn ich jetzt da Richtung Heimat komme. Ah, hier schön in den Sonnenuntergang rein, oder? Das ist super. Oh, und das Ganze dann mit Next Generation Grafik. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich meine, bei GTA 5 nicht, aber wenn GTA 5 dann vielleicht irgendwann auch für die Xbox One kommt, beziehungsweise wenn die nächsten Games kommen eben für die One. Ah, das wird schon genial. So, jetzt sind wir dann gleich da, hoffen wir heute einmal. Wo sind wir? Ob es ein neues Stadtgebiet oder was? Da war ich überhaupt noch nie. Ah, da ist das, ist das der Central Park. Das ist der große Park da, mit den großen Hotels. Oh! Polizeiwagen gerammt hoch. Ja, ich weiß schon, dass es nicht war. Aber was soll ich machen? Das kann nicht passieren. Ich muss erstmal passiv abhauen. Gut, es geht hier auf dieser breiten Straße natürlich sehr gut. Ich hör doch auf zum Schießen, mach nicht noch mehr Radau, wie wir eh schon haben. Weil die KI schon ein bisschen doof ist, dass du sagst, hey, halt ein bisschen ruhig. Pass auf, jetzt sind wir sie gleich, oder? Ja, jetzt passt, jetzt sind sie gleich weg. Oder? Da ist noch eine Polizeistreife. So, zum Apartment müssen wir. Fahren wir rechts rüber. Ah, jetzt sind wir da. Here we be, money. I'll hit you up when I need your ass. Do I look like I'm interested? Ja, das war's jetzt somit. Sage danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Bin auf eure Antworten sehr gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.